Er ist natürlich kein erfahrener Politiker. Das muss man einfach wissen. Er hat bis 1998 war er Bürgermeister in einem kleinen Ort. Und von da an war er eigentlich im Europaparlament und dann am Schluss als Präsident eine Art, ja, er hat sozusagen eine Propaganda für die Bedeutung des Europäischen Parlaments gemacht. Aber die schwierigen Aufgaben des täglichen politischen Geschäftes, die musste er da ja gar nicht lösen.